Willst du Hunger? Da komm mal. Komm. Komm. Bitte sehr. Lass es dir schmecken. Aber gerade auch mit den arabischen Partnern, dass wir auch zwischen dem Libanon und Israel, zwischen der Hisbollah und der israelischen Armee dazu kommen, dass es nicht zu einer Eskalation führt. Ich war ja selber auch im Libanon, habe mit Blick auf UNIFIL, also die UN-Mission, wo auch deutsche Soldatinnen und Soldaten beteiligt sind, hier vor Ort einen Eindruck davon geschafft, wie wir hier zu einer Deeskalation kommen können. Und in dieser ganzen gefährlichen Situation der letzten Monate wurden auch dort kleine, aber immerhin Fortschritte erreicht. Und daran reicht ja nicht gut, ne? So das ist gut. Kleine Näschen. Das wird sehr sein in der Tat. Vielen Dank, Frau Penn. Danke ebenso, alles gut. Das Gespräch mussten wir aus Termingründen vor der Sendung führen. Was? Man darf nicht vergessen, Iran hat auch ein Atomprogramm. Was wäre, wenn das... Weitermachen, das ist gut. Zu bauen? Das ist die große Sorge für die kommenden Monate und Jahre. Um die jetzige Eskalation besser zu verstehen, lohnt auch ein Blick auf die Vorgeschichte der Angriffe von letzter Zeit.